Es geht los. Herzlich willkommen zu Festo Live. Wir haben hier ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten von der Regie zu uns. Es freut mich, dass ihr dabei seid und es freut mich, dass ich hier auch mal wieder vor der Kamera stehen darf mit ja, OF 2200 und einem ganz besonderen netten Gast dabei heute, die Nadja. Hallo Nadja. Hallo auch von mir. Also ich bin auch jetzt seit 12 Jahren bei Festool und ich habe ungefähr 20 Jahre als Parkettlegerin gearbeitet. Ich weiß, man sieht mir das jetzt nicht so wirklich an, dass ich schon so alt bin. Aber ja, als Parkettlegerin und wir haben auch Fräsen benutzt, allerdings die etwas kleineren, um Nuten zu fräsen bei Friesverarbeitung, Nut- und Federverbindungen einfach zu setzen. Da benutzte man sowas schon mal und auch wie hier hinten, wie wir das später auch zeigen werden, Schalex einbauen an Haustüren oder Fronttüren. Da hatten wir das damals noch nicht. Ich bin froh, dass wir das jetzt heute hier zeigen können, weil ich glaube, ein Haufen Bodenleger wissen davon überhaupt noch gar nichts. Und ich freue mich total, dass wir das heute mal zusammen machen können. Ich habe vor diesem Biest tatsächlich etwas Respekt. Klar, dadurch, dass ich nur mit kleineren Maschinen vorher gearbeitet habe und sie nicht so oft benutze tatsächlich, freue ich mich jetzt ein bisschen im Ganzen noch mal ein bisschen live näher zu kommen. Frank, Okay. ich freue mich drauf. Super, vielen Dank, Nadja. Und vielleicht für euch, wir haben hier natürlich im Hintergrund auch wieder jemand am Chat sitzen. Müsst vielleicht ein bisschen warten, weil die versuchen dann die Fragen gleich zu uns reinzuschicken, dass wir sie dann direkt gleich beantworten können. Aber wie schon gesagt, das Thema heute, die große OF 2200. Und ihr habt ja in den folgenden oder in den vorhergehenden Serien so einiges schon über Oberfräsen kennengelernt. Und natürlich auch bei Festool TV gibt es einiges über die OF 1010 und 1400er, weniger jedoch über die 2200. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß. Schreibt die Fragen rein und dann legen wir los, Nadja. Und das Erste ist natürlich hier, wie immer, wenn ich hier mit so einer Maschine arbeiten möchte, Fräser. Welchen Fräser setze ich da ein? Welchen Fräser kann ich hier einsetzen? Welchen Schaftdurchmesser? Und Richtig. vielleicht gehen wir mal kurz rüber in die Wand und dann kann man hier vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen. Also wir haben hier so eine kleine Übersicht über unsere Fräse und da weiß ich schon, dass so mancher hier Klein ist gut. ja, wirklich denkt, so was brauche ich zu Hause auch. Ich selber auch. Ich bin froh, dass ich hier bei Festool arbeiten darf. Wir haben hier einmal die ja, 12 mm Schaftfräse. Ich lege es mal gerade hierher, dann kannst du Georg mit der Kamera einfangen. Dann haben wir hier natürlich auch einen kleineren Fräser. Das ist mit der 8 mm Schaft. Größe. Und es gibt natürlich auf dem Markt noch 6 mm Schaftgrößen und auch Inchgrößen, wie zum Beispiel auf dem amerikanischen Markt und natürlich auch auf dem englischen Markt. Ich kriege hier irgendwelche Zeichen von Kollegen, der hier, ah, es waren diese Earplugs, die hier runter sollen vom Tisch. Vielen Dank auch für das. Dafür sind wir live. Und heute möchten wir natürlich mit den großen Fräsern arbeiten. Bitte verzeiht uns, wenn wir jetzt hier nicht immer unbedingt die Handschuhe anhaben. Wir wissen aus, ja, sicherheitstechnisch sollte man welche anhaben, aber ich denke, wir sind so geschult drin, dass wir das auch so einsetzen können, dass wir nicht unbedingt Handschuhe immer anziehen müssen. Wir haben ja auch mehr Gefühl in den Fingern. Hoffen wir es. Gut. Hoffen wir's. Welchen Fräser sollen wir nehmen? An dem Holzstück hätte ich jetzt vielleicht gesagt, dass man ein Hohlkehlfräse, das kenne ich auch noch Okay. von meinen Leisten. Also wir möchten dieses Werkstück bearbeiten. Das heißt, wir machen hier eine Kantenfräsung, eine richtig große Hohlkehle und die machen wir jetzt hier mit der großen OF 2200. Bevor wir den Fräser aber einbauen, vielleicht ein paar Worte über den Lieferzustand von der OF 2200. Wir haben auf jeden Fall hier zwei Spannzangen. Und diese Spannzangen, die sind einmal 12 mm und 8 mm Spannzangen, die ist aus dem Lieferumfang dabei. So könnt ihr also alle unsere Fräser einsetzen. Dann haben wir hier einen Spanfänger, der ja sehr wirkungsvoll ist. Den werden wir nachher auch mal einsetzen. Da Und auch können wir sehr mal sehen, komfortabel einsetzbar ist. genau wie Also der funktioniert. das muss ich Und der Maschine auch eingestehen. Die hat so einige positive Sachen an sich, die andere Fräsen, Oberfräsen halt eben nicht haben, die das Leben einem tatsächlich erleichtern. absolut. Und natürlich hier Kopierringe unerlässlich, wenn es hier um
Schablonfräsen geht. Ob es jetzt mit dem Küchenarbeitsplansystem ist oder mit der MFS-System oder selbstgebaute Schablonen. Und in der letzten Folge waren ja die Kollegen von Scheiber da und ich gehe mal davon aus, dass wir die hier noch öfters vielleicht da haben werden, um vielleicht mit Schablonenbau große Fräsen dann einzusetzen und hier das eine oder andere Werkstück machen zu können. Also heute geht es nicht um ein Werkstück, heute geht es um einzelne Anwendungen, speziell um die OF 2200. Das heißt, dieser Umfang, dieser Lieferumfang ist relativ begrenzt bei der großen OF 2200 und deswegen empfehle ich eigentlich jedes Mal, wenn ich mit Kunden zu tun habe, nehmt noch diesen Koffer hier dazu. Da sind eigentlich alle diese Zubehörteile drin. Ich gehe mal hier näher ran, die ihr letztendlich für all diese Anwendungen benötigt. Ja, es hat Kopierringe, verschiedene Bases. Baseplate, also jetzt können Sie fragen. Grundplatten, genau. Und natürlich Anschläge etc. Genau. Wie das genau dann eingesetzt wird, kommen wir jetzt natürlich Step by Step drauf. Ich würde schon mal den Fräser einbauen vielleicht. Genau. Ja. Wenn ihr hier mehr Informationen möchtet über den Lieferumfang etc., ihr wisst ja, unsere Order-App könnt ihr euch downloaden und da habt ihr dann alle Informationen diesbezüglich. Die Nadja macht mal den Fräser rein und hier haben wir den Schlüssel dazu. Und hierzu brauche ich ja die 12er Spannzange. Die drehe ich jetzt erstmal vorsichtig rein. Vielleicht können wir die Maschine etwas mehr zur Kamera bringen. Und jetzt kann der Georg das... Der hübsche Kameramann darf gerne etwas näher kommen. Aber natürlich Abstand beachten, dass wir hier auf jeden Fall... Okay, jetzt kommt der Fräser rein. Und wie man das auch so gut weiß bei uns, wir haben die ja markiert, die Fräser, wie tief die eigentlich in den Schaft rein müssen. Wäre das Ganze nicht mehr zu sehen, sollte so 2/3 der Länge des Schaftes soll eigentlich reingehen. Ja. So, dann setzen wir das mal ein. Es gibt eine Frage. Ja, da kommt eine Frage rein, vielen Dank. Und zwar fragt jemand, ob die Maschine eher für den gewerblichen oder privaten Gebrauch gedacht ist. Sowohl als auch, wie würden wir dann sagen, es kommt darauf an, sowohl als auch. Es gibt natürlich... Privatleute, die unheimlich gerne mit richtig schwerem Massivholz arbeiten. Also die machen Massivholzmöbel in Tische und da ist natürlich so eine große Fräse richtig prädestiniert, um hier Rundungen zu fräsen, Nuten zu fräsen etc. Aber natürlich auch im Handwerk, im Handwerk, im gewerblichen Bereich, wenn es hier im Treppenbau zum Beispiel geht, ist natürlich die Fräse ideal einzusetzen. Ich hoffe, das passt soweit. Gut. Ich wäre dann auch schon soweit. Du hast gewechselt in den Fräser bzw. so eingebaut. Und wir machen das ja noch 2-3 Mal, dass wir da vielleicht auch noch auf dieses Ratschen-System auch noch mal eingehen können. Genau, jetzt müssen wir mal sehen, dieser Fräser hat keinen Kopierring. Und da unterscheiden wir uns ja auch in den Fräsern. Das heißt einmal mit Kopierringen, einmal ohne Kopierringe. Und wenn ich jetzt keinen Kopierring habe, dann brauche ich ja irgendwie eine Führung. Und diese Führung wähle ich jetzt hier mit diesem parallelen Schlag und diesen zwei Metallstiften. Ich werde auch immer wieder gefragt, was macht denn Sinn, Fräser nur mit Kopierringen oder Fräser zu wählen ohne Kopierringe mit dem parallelen Schlag? Und da ist die Antwort ebenfalls dahingehend, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fräser habe mit einem Kopierring und ich muss ihn ein- oder zweimal nachschaufen, dann war es das, weil ich habe dann eine kleine Kante drin, weil das Kugellager nicht mehr passt auf die Schneide. Es bleibt ja immer gleich, es wird ja nicht... Richtig. Und deswegen muss man da immer abwägen, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Auftrag habe als Gewerbetreibender und ich weiß, okay, ich muss jetzt so und so viel Meter fräsen, dann wäre es vielleicht sinnvoll, mit dem Kugellager zu arbeiten. Wenn ich jetzt aber hier nachschärfen kann und ich habe so einen Anschlag, dann kann ich mir das immer wunderbar... Noch dazu ist er ja rucki-zucki montiert. Also das geht ja alles wirklich unheimlich schnell. Man muss davon ausgehen, man haben gerade Kanten. Klar. Ja. Okay, rucki-zucki montiert, das muss ich kurz auch überlegen. Ich habe die zwei Stangen hier. Mach die mal hier rein. Und im Prinzip ist es jetzt gleich wie bei den anderen Fräsen auch. Wir haben ja das schon an der 1010er gesehen. Natürlich das Ganze jetzt alles ein bisschen größer. Und was mir auch sehr gut gefällt ist, wir haben hier im vorderen Bereich wiederum eine Schraube, wo wir das Ganze sehr komfortabel dann festschrauben können.
Was euch sicherlich auffällt, ist, dass wir jetzt hier tatsächlich zwei Griffe haben. Und diese zwei Griffe sind so angeordnet, dass ich hier sehr komfortabel in die Fräsrichtung das Ganze bewegen kann. Das heißt, seither hatten wir ja bei den kleinen Fräsen immer einen Griff. Und genau. Und ich auch. Genau, wir können mal eine kurz hernehmen. Das ist natürlich auch sehr komfortabel, wenn ich hier mit einer Hand dann führe und mit der anderen Hand das Werkstück zum Beispiel festhalte oder den Saugschlauch nachführe. Richtig. Aber man muss natürlich wissen, wir haben hier ja fast 2,5–3 PS. Das ist schon richtig Bums und daher habe ich das Ding gerne mit beiden Händen in der Hand. Keine Angst, Nadja, das Ding ist zahm. Ja, wir können das wirklich sehr gefühlvoll. Ich denke, das weiß ich auch, dass es das ist. Also es ist erstmal immer die Größe, die mich so immer so ein bisschen zurückschrecken lässt. Und natürlich ja. Die Power, die dahinter steckt. Ich weiß aber auch, ich als Linkshänder habe teilweise schon Probleme mit den Fräsen, weil ich immer irgendwie anders zur Fräse stehe. Ich muss schon immer erstmal überlegen, wie tauchen ich jetzt überhaupt rein. Bei jedem anderen sieht es halt auch anders aus. Ja. Und bei der ist es halt so, du bist halt mit zwei Händen tatsächlich dran und es geht halt einfach nur die Einrichtung. Du kannst überhaupt gar nicht falsch zur Maschine stehen. Also für mich als Linkshänder wäre die wahrscheinlich sehr geeignet. Ich gebe es ja zu. Gut. Gehen wir den nächsten Schritt und zwar stellen wir die Tiefe ein und die ist eigentlich relativ gleich wie bei den anderen auch. Wir fahren einfach auf die Fläche von unserem Werkstück. Wir haben hier an der Seite diesen Arretierungsknopf, das heißt, wir können also bei laufender Maschine sehr komfortabel die Arretierung lösen. Und jetzt haben wir hier auch wieder an der Seite das ganze Feineinstellungstool, sage ich mal. Und was mir hier besonders gut gefällt, wir haben hier, und das ist eine Besonderheit, gibt es nur bei der OF 2200, einen Anschlag oder einen Höhenanschlag, der hier zweigeteilt ist. Es ist eine kleine Stufe mit 2 mm. Und so habe ich die Möglichkeit, exakt einzustellen, aber auch dann vorzufräsen. Ja, mit einer Voreinstellung. Voreinstellung, dann fräse ich vor und kann dann mit der Feineinstellung dann nachfräsen. Das ist eine sehr praktische und gelungene Lösung, ja. Gerade wenn ich so Hölzer habe, wo ich vielleicht gern brennen, also wo ich Brennspuren dann habe. Gut, wir fahren hier nach unten auf diesen exakten Anschlag und jetzt können wir hier das Ganze wiederum hier nullen. Das kennt ihr, denke ich mal. Auch hier gibt es wieder eine kleine Schraube, wo ich mit dem Innensechskant das Ganze auf die Null einjustieren kann. Fahre dann auf, machen wir mal 10 mm. Das ist jetzt auch ein kleiner Erfahrungswert, den ich habe bei diesem Fräser und arretieren das Ganze hier. Hier oben auch die Möglichkeit, dann wiederum in Zehntel Millimeter fein zu justieren. So, das Ganze wäre jetzt hier mal von der Tiefe her eingestellt. Jetzt möchte ich das aber an der Kante noch ausrichten. Und da habe ich hier auch kleine Helfer. Und zwar einmal hier vorne am Gehäuse eine Markierung. Dann haben wir hier ebenfalls eine Markierung und wir haben hier eine Markierung. Also ringsherum sind Markierungen, die wir permanent mitteilen als Anwender, wo ist das Zentrum des Fräsers und so eigentlich relativ einfach wieder zum Arbeiten. So sieht's aus. Im vorderen Bereich von meinem Parallelschlag auch wieder die Möglichkeit, wenn ich die Schraube hier löse, das Ganze wiederum im Zehntel Millimeter Bereich nach vorne und nach hinten zu verstellen. Wie man sieht, sehr einfache Lösungen für den Handwerker, sehr leicht gemacht. Genau. So, jetzt gehe ich hier mal in die Position. Also ich nehme hier meine Markierung, gehe hier ungefähr auf die Mitte des Fräsers hier, sodass ich da im Zentrum bin. Wichtig natürlich jetzt alle Schrauben anziehen. So. Und jetzt können wir eigentlich auch schon loslegen. Ich habe hier noch eine kleine Taste und mit der kann ich hier die Absaugung aktivieren. Das heißt hilfreich. Ja, sobald du eintauchst, ist das komplett hier geschlossen. Das heißt, der Staub, der kann auch nirgendwo sonst mehr hin, als dass er vom Sauger eingezogen wird. Und das schafft es einfach, dass wir halt relativ staubfrei hier unterwegs sind. Also was absolut Sinn macht, weil wir machen hier jede Menge Staub und geht ja auch um unsere Gesundheit und um die Werkstatt, die Sauberheit auf der Werkstatt oder in der Werkstatt. Und von daher ist das wirklich die perfekte Maschine. Die Celine ist im Hintergrund und hat hier die Chat-Nachrichten oder Chat-Fragen. Sie winkt ganz heftig, Celine. Wie ist die Frage?
Die Frage ist, ob es für die Schalex-Fräsung eine spezielle Abzugshaube für die Absaugung gibt. Kommen wir aber gleich drauf. Sehr gute Frage. Ja. Stellen wir ein bisschen zurück. Bisschen Geduld. Zeigen wir gleich später. Auch hier bezüglich Absaugung habe ich die Möglichkeit, im unteren Bereich ebenfalls hier eine Absaughaube zu montieren, wenn ich jetzt noch größere Fräsarbeiten habe. Also auch das ist hier noch möglich, zusätzlich abzusaugen. Ich würde sagen, wir legen mal los, dass wir hier mal eine kleine Fräsung durchführen. Ich mache mir hier mal kurz die Stöpsel noch rein für mein Gehör. Schutzbrille habe ich schon auf. Das ist ein guter Einwand. Und auch hier immer wieder die Frage, welchen Saugschlauch soll ich nehmen oder welchen Sauger soll ich nehmen? Leute, es macht keinen Sinn, wenn ich hier mit einem CT Mini Midi arbeite oder so einem kleinen Sauger. Ich brauche hier schon was Größeres vom Volumen her. Also ich sage immer, ab der Größe 26 aufwärts macht es Sinn. Genauso der Saugschlauch hier, der sollte ab 36 mm sollte der schon eingesetzt werden. Ich kann zwar einen 27er auch einsetzen, ich habe hier oben die Aufnahme, aber es macht eigentlich keinen Sinn hier mit kleineren Saugschläuchen, weil wir hier doch ziemliche Späne erzeugen. So, Maschine läuft. Wenn ich jetzt hier starte, ist es ein Vorteil, wenn ich immer hier vorne Kontakt habe und mit laufender Maschine ins Material reinfahre. Also nicht nach unten fahren und hier schon mal Kontakt haben mit dem Fräser, weil sonst kann es tatsächlich zum Rückschlag kommen. Das heißt, ich starte die Maschine außerhalb von meinem Werkstück und fahre dann vorsichtig ans Werkstück ran, in der fließenden Bewegung und fahre dann nach vorne. Probieren wir nochmal. Ich hoffe, ihr wart jetzt nicht zu laut. Ah, genau. Bitte die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Sorry. Und man sieht schon recht gut, eine schöne Hohlkehle. Und die könnte man jetzt natürlich nach vorne, nach hinten, beziehungsweise nach oben, nach unten, durch die Feineinstellung noch optimieren. Willst du mal probieren? Natürlich. Bitte schön. Und vielleicht, Nadja, wenn du hier durchgefräst hast, machst du auch gleich mal hier die Hirnholzseite. Probier's mal. Also einmal hier die Längsholz und dann die Hirnholzseite so bis zwei Drittel zu fräsen. Alles klar, ich versuche mein Glück. Okay. Ich dachte, du wärst noch unten. Nein, also ich habe hier bewusst das Ganze rausgefahren. Und das ist genau so ein Punkt auch, wo man hier ein bisschen berücksichtigen muss. Ich fahre runter, wir fahren raus. Also das heißt nicht genau, start die Maschine und dann müsste es losgehen. Ja, das ist, wenn man nette Kollegen hat, dann wird das nämlich genauso gemacht. Ja. Gut aus. Gut, super. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Ich muss auch sagen, sie lässt sich wirklich sehr, sehr, sehr schön führen. Ja. Klar, immer mal den Anfangspunkt zu finden, aber sie lässt sich wirklich sehr, sehr schön führen. Man kann eigentlich sich gar nicht so wirklich richtig verdrehen, weil du wirst automatisch in die richtige Richtung gedrückt. Mhm. Und das macht fast schon ein bisschen Spaß. Cool. Jetzt haben wir hier gearbeitet mit einem Anschlag. Jetzt versuchen wir das Ganze mal kombinieren mit der Führungsschiene. Das heißt, ich möchte jetzt hier eine Fräsung durchführen mit dem gleichen Profilfräser, mit dem Hohlkehlfräser quer durch. Ja, legen wir es mal hier kurz so auf, dann fahren wir hier mal
so durch. Das soll jetzt unsere Fräsrichtung sein. Und das ist natürlich auch wieder der Vorteil von FIS-Tool. Ich habe hier das System. Ich kann hier mit der Führungsschiene das Ganze wiederum einsetzen. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, upsala, ist, kann man mal kurz den Stecker ziehen? Oder die, oh, genau. Verzeihung, natürlich. Vielen Dank. Wir können hier den Parallelenschlag lösen und nehmen nun einen Adapter. Und der sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier, ja, ähnlich wie bei den anderen Fräsen, auch eine Adaption für die Führungsschiene. Das heißt, es kommt jetzt praktisch hier so drauf. Und das Ganze kann man mit dem Schraubenzieher quasi justieren, sodass genau. Das wirklich fließend verläuft, aber ohne irgendwelches Rumgewackel. Richtig, richtig, genau. Ja. Okay. Dann brauchen wir noch hier unsere Metallstangen. Und die werden nun hier an der Seite montiert. Und auch hier ist es dann wieder möglich, mit der Feineinstellung das Ganze dann sauber nachzujustieren. Die Fräse wird jetzt hier aufgesetzt. Und bevor ich das jetzt mache, ist das Problem auch hier, dass es hier zum Kippen anfängt. Ah, das war mein Stichwort. Normalerweise gibt es ja hier ebenfalls kleine Abstützfüße. Aber bei dieser schweren Maschine haben wir uns da was anderes einfallen lassen. Es gibt hier eine Grundplatte, welche hier so eine Erhöhung an der Grundplatte an für sich hat. Und zwar ist es genau die gleiche Höhe, dass wir hier mit der Führungsschiene auf eine Ebene kommen. Und somit haben wir eine richtig gute Führung. Und wie wechseln wir das? Auch das ist hier leicht, sehr leicht. Wir haben ja hier eine kleine Ebene in der Fräse. So kann ich das Ganze hier sehr komfortabel ablegen. Und hier oben ist dann der grüne Hebel. Und so kann ich das Ganze lösen. Ja, sehr lösen. Schön. Und genauso einfach halt eben auch wieder einklemmen. Also ich fädel das hier unten einfach nur ein. Gehe an die Maschine ran und drücke das Ganze hier einfach nur ran. Und das war's schon. Kinderleicht. So kann man es sagen. So, jetzt fahren wir hier drauf mit der ganzen Maschine auf unserem Anschlagsystem. Und ich schaue jetzt auch immer, dass zumindest mal hier der Tisch auf diesen grünen Gleitflächen sich bewegt. Aber auch nicht so weit rein, dass quasi der Fräser die Maschine berührt. Und wir wollen weder den Splitterschutz benutzen, noch angreifen, noch wollen wir irgendwelche zusätzlichen Löcher in die, in die Schiene reinmachen. Von daher immer darauf achten, das Ganze auch so einzustellen, dass wir hier die nicht aber das antatschen. Ist mir auch schon passiert. Also ich habe auch mal die Schrauben nicht richtig angezogen, ja, und beim Fahren ist auf einmal die Fräse in die Führungsschiene rein. Ich kenne das Problem okay. auch. Also hier darauf achten, dass wir da genügend Abstand haben vom Fräser zur Führungsschiene. Das Ganze dann wieder hier arretieren mit den Anschlägen. Und jetzt habe ich hier ebenfalls wieder meine Markierungen. Ich bringe das jetzt hier mal in die Position und zwinge. Ah, hast du schon vorbereitet, vielen Dank. Hast du bei mir schon kontrolliert? Hast Nein, auf die muss ich noch nach vorne fahren. Auch hier können wir jetzt wieder weiter nach rechts gehen. Warte mal, da ist mein. Welchen maximalen Durchmesser von Fräsern kann die 2200 verarbeiten und ist gleichzeitig noch handelbar? Einen kleinen Moment. Warte. Ich mache das mal hier. Okay. So ist gut. Good. Also. Der Durchmesser vom Fräser, ich nehme mal hier so eine Platte hier raus, könnte man jetzt, hier ist die Kamera, könnte man jetzt sagen, okay, das wäre jetzt das Maximale mit 95. Aber das ist natürlich nicht wirklich umsetzbar. Wir bieten, glaube ich, den breitesten Fräser, was wir haben, ist bei 70 mm. Und ihr wisst ja, oder viele von euch wissen ja, dass wir in der Vergangenheit das CMS-System hatten. Und mit dem CMS-System konnte man natürlich die Fräse auch einbauen. Ich weiß, viele sind hier
nicht sehr erfreut, dass wir das System nicht mehr haben, aber wir konnten hier aus normtechnischen Gründen das nicht mehr auf dem Markt lassen. Das mussten wir rausnehmen. Wir erfüllten oder die Norm wurde nicht mehr erfüllt. Keine Angst, diejenigen, die diese Maschine oder dieses System haben, dürfen weiterarbeiten. Ja, also es ist safe. Ihr müsst jetzt nicht verschrotten, aber wir dürfen als Hersteller diese nicht mehr vertreiben. Wir müssen also hier grundlegend was ändern an diesem System und da wissen wir jetzt noch nicht genau, wie wir da vorgehen. Aber zurück zur Frage bezüglich Durchmesser. Ich gehe mal davon aus, wir haben hier zum Teil Fräser mit ca. 60 mm. Unter dementsprechenden Drehzahlregulierungen können wir das noch einsetzen. Es gibt natürlich auch Fräser mit den BG-Tests aufdrucken, die dann natürlich auch beachtet werden müssen. Ich hoffe, das passt soweit. Ansonsten gerne auch per E-Mail nachschreiben oder nachhaken bei uns, dann können wir das auch im Nachgang noch beantworten. Okay. Das Ganze ist jetzt hier mal so vorbereitet. Alles ist fixiert. Schauen, ob jetzt alles fixiert ist. Yep. Das Einzige, Nadja, ist jetzt natürlich, dass wir hier von der Höhe her noch ein bisschen nachjustieren müssen. Denn wir haben jetzt 5 mm sind wir höher gekommen. Genau. Und jetzt muss ich hier an dieser Feineinstellung einfach den Hebel hier lösen und das Ganze mal 5 mm höher ziehen und wieder festmachen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, natürlich das Ganze auch hier kurz zu überprüfen. Da fahren wir nach unten, schauen mal kurz hier unten rein und ich sehe schon, da bin ich ein bisschen tief. Das heißt, ich gehe jetzt da mal mit meiner Feineinstellung ein bisschen höher. Jedes Klick ist ein Zehntel und da ich mache mal so Zehntel Millimeter. Zehntel. Dann müsste es normalerweise passen. Ich schaue noch mal rein. Ja, das sieht gut aus. Gut. Ja, gleich ein bisschen noch. So. Gut, dann bist du soweit. Vorne, du kannst Strom zugeben. Ich mache mir kurz mal meine Stöpselchen wieder rein hier. Und dann fräsen wir das Ganze mal in die Richtung. Dann leg mal los. Ich würde sagen, das ist mal absolutes Augenmaß, Herr Kollege. Das ist die Maschine. Ich kann hier sehr genau einstellen. Das ist wirklich fantastisch. Und auch dieses Fräsbild selber. Ich kann hier mit einem Satz durchfahren. Das ist eigentlich das, was mich so begeistert der Maschine. Ich habe genug Reserven. Da muss ich nicht irgendwie, ja, geht es oder geht es nicht, sondern das Ding geht durch, lässt sich schön führen. Richtig, richtig kraftvolle Maschine. Und wie du ja selber vorher schon gesehen hast, oder auch gespürt hast, auch diese Leistung kannst du relativ gut beherrschen aufgrund des Gewichtes, was die Maschine hat. So, jetzt haben wir hier gefräst, Kante, wir haben mit der Führungsschiene gefräst. Jetzt möchte ich gern den Schritt mit dir machen, und zwar zum Fräsen an einem Massivholz, und zwar mit einem Abrundfräser und einem Kugellager. Das heißt, im hinteren Bereich haben wir hier ein Massivholzstück und da möchte ich gerne so eine Abrundfräser montieren, okay, mit einem Kugellager. Sodass wir auch mal sehen können, wie stelle ich denn das ein. Das heißt also ein Fräser mit Kugellager, wo ich was abrunden möchte. In der Zwischenzeit mache ich mal hier diese ganzen Teile hier lose. Und jetzt können wir hier das Ganze wechseln. Da gehen wir mal nach vorne. Upsala. So, dass wir hier auch wieder in der Kamera sind. Ich hoffe, das müsste so gehen. Und auch hier wieder wechseln wir das Ganze. Wie willst du, Georg? So rüber? Ist schon besser? Nein? Du musst mir sagen. Okay. Ich muss es so halten, dass man es sehen kann. Ich habe jetzt hier praktisch wieder das Ratschensystem mit dem Pfeil nach draußen. Da drücken wir drauf und jetzt kann ich hier sehr komfortabel das Ganze lösen. Und ihr hört schon das Ratschensystem. So habe ich dann sehr einfaches Tun. Ihr habt es auch wieder gesehen, wir haben hier zwei Widerstand Widerstände.
Ja, aber das haben wir auch an jeder von unseren Oberfräsen, diese Bruchstände. Genau. Und der Fräser geht butterleicht wieder raus. Jetzt machen wir hier diesen Kugellagerfräser rein. Sieht dann so aus. Ja, hier oben ist das Kugellager und das führt uns nachher auf am Werkstück. Was haben wir hier für einen Durchmesser? Ich muss mal gerade messen, da können wir schon ein bisschen schauen. Ah, wir haben hier jetzt 65 im Durchmesser. Also vorher habe ich ja gesagt, 70 mm geht und genau in dem Bereich bewegen wir uns da auch. Auch hier wieder zur Markierung bzw. zwei Drittel. Dann ziehen wir das Ganze hier ja, handwarm fest. Schüssel drauf, Ratschensystem. Sehr komfortabel. So, jetzt ist es natürlich immer so, ich muss ja den Fräser ausrichten auf meine Tischplatte. Das heißt, diese Schneide hier, ich gehe mal in die Position, diese Schneide hier, die sollte exakt auf die Tischplatte ausgerichtet werden. Und da geht es jetzt schon los. Einmal haben wir hier eine falsche Grundplatte drauf. Hier wächst sich auf jeden Fall mal die Grundplatte. Auch hier ist kein Problem. Wir lösen den Hebel hier. Und die Grundplatte können wir runternehmen. Da wir hier ja an der Kante arbeiten, würde ich diese Grundplatte hier vorschlagen. Sehr gut. Also wir nehmen hier eine größere Grundplatte, damit wir hier mehr Auflage haben. Ja. Die wird dann einfach hier aufgesetzt. Und jetzt muss ich eben die Grundplatte zu dem Fräser ausrichten. Und da habe ich jetzt hier an dieser Feineinstellung so einen kleinen grünen Hebel. Das ist halt auch wieder was Phänomenales, was es nur an dieser Maschine halt einfach auch gibt. Den mache ich jetzt hier fest. So. Und jetzt ist nichts anderes wie der Tisch hier unten mit der Maschine, mit dem Maschinenkörper verbunden. Und sobald ich jetzt hier praktisch das festmache, ist es arretiert und ich kann sehr komfortabel hier oben im Zehntel-Millimeter-Bereich die Höhe bzw. Tiefe einstellen. Das geht dann in der Praxis so ab, dass ich hier jetzt mal ganz grob hier ranfahre, arretiere das Ganze, dann mache ich mir hinten mal die Absaugung weg. Und auch das ist von Vorteil, denn jetzt kann ich hier die Maschine so hinstellen und das ist eigentlich wirklich genial. Ich drehe sie mal ein bisschen in die Kamera rein. Hier ist der kleine Drehgriff. So, die Nadja darf das jetzt hier gern mal machen. Jetzt muss ich auch wieder unseren netten Kameramann fragen, wie er es denn am besten sieht. Wäre das so in Ordnung? Sieht gut aus. Ich als kleiner Linksdatsch muss dann hier rüber. So, und ich stelle jetzt das Ganze. Oh, mit der Brille geht es ja gar nicht. Du drehst jetzt einfach mal in eine Richtung, dann siehst du gleich, ob er runter oder rauf geht, der Fräser. Und wenn er dann nach unten geht, gehst du ein Stück weiter runter, so einen guten Millimeter, und fährst dann wieder von unten nach oben, sodass er dann anstößt an die Schneide. Und dann hast du hier eine hervorragende. Also ich muss auch echt sagen, ich habe echt ein schlechtes Auge und meine Kontaktlinsen machen das gerade wirklich nicht viel besser. Das ist katastrophal. Kurz nochmal eine Frage von Robert Lang. Und zwar, gibt es für die Oberfräse einen Schaft für Fräse mit Gewindeaufnahme? Ja, haben wir auch mit Gewindeaufnahme. Es gab, also ich müsste selber nochmal schauen bei uns in den in der Übersicht, es gab mal da eine mit Gewindeaufnahme, aber ob es den noch gibt, weiß ich nicht, weil seit wir das CMS-System praktisch nicht mehr haben, kann sein, dass der nicht mehr dabei ist. Wir gehen hier wieder zurück zu unserer Fräse, sorry, hier vielleicht mal einfach eine E-Mail schicken, dann kann ich da nochmal nachschauen. Okay, die Kamera ist hier. Einfach nochmal kurz eine E-Mail schicken zu uns, dann schaue ich nochmal nach, ob ich da einen finden sollte. Aber ich glaube, wir haben keinen mehr mit einer Gewindeaufnahme. Frau Frank, ich bitte dich ganz kurz, das Ganze nochmal zu überprüfen, weil, wie gesagt, die Kontaktlinsen machen es mir gerade sehr, sehr okay, schwer. Okay, gib mir mal kurz dieses kleine Werkstück. Also meine Augen, ich habe jetzt eine Brille auf, aber... Ich glaube, ich bin tiefer, oder? Ein bisschen tiefer ist, wir gehen hier ein bisschen höher noch, aber das ist schon sehr gut, das ist schon super. So, gut. Dankeschön. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Was ich jetzt sagen möchte, ist dieser Anschlag hier, und den möchte ich jetzt hier mal auch gleich
zeigen. Wir haben das jetzt hier eingestellt, von der Tiefe her. Dieser kleine Anschlag hier ist jetzt praktisch auf die untere Einstellung exakt positioniert. Wenn ich jetzt starte mit dem Fräsen, gehe ich zuerst in diese Einstellung. Das heißt, nun greift dieser Stopper auf die höhere Einstellung, die ist nur 2 mm höher, und das ist praktisch dieses Vorfräsen. Und beim zweiten Mal fräsen, also gehe soll ich dann hier. Genau, solltest du irgendwelche Brandmarken hinterlassen oder Fehlfräsungen oder wie auch immer, kannst du das Ganze nachkorrigieren. Sehe ich das richtig? Und das ist eigentlich ein großer Vorteil. Ja. Also fangen wir mit der Einstellung hier an. Das Ganze wieder ausgerüstet mit einer Absaugung. Und mein kleiner Stöpsel im Ohr brauche ich noch. Sauger. Ich wollte jetzt hier nicht. Ja, einfach kurz mal rüber. Okay. So, dale. Wir fahren nach unten. Ich denke, das Kamera. Gehen wir mal ein bisschen zur Seite, da kann man es besser sehen vielleicht. Starten die Maschine. So, hier ist die Rundung vorgefräst und jetzt gehen wir hier rüber, Moment, so rüber, und jetzt machen wir das Ganze hier fein und dann schauen wir uns das Resultat dann an. Ich gehe mal nicht ganz von vorne rein, ich fahre mal in der Mitte rein, da sieht man den Unterschied. Und so sieht man die Resultate. Und das macht es eigentlich dann aus, einmal vorfräsen und dann feinfräsen in dieses Material, in dieses massive Material. Es ist schon faszinierend, wie gut sich das Ganze hier durch so Vollholz führen lässt. Also das ist ja wirklich wie Butter geht es ja hier durch. Es ist wirklich faszinierend. Faszinierend. Distance? Distance. Exactly. So, das haben wir gefräst, das haben wir gefräst. Jetzt würde ich noch auf eins eingehen, und zwar dieser Chipcatcher. Check, der Flector. Ich bin total durcheinander. Spänefänger. Und den Spänefänger, den können wir am besten zeigen bei Material, weil es sehr, sehr stark staubt und auch Späne erzeugt. So wie Mineralwerkstoff. Das wäre das Mineralwerkstoff. Und vielleicht kann der Georg mal kurz auf diese Platte da zeigen. Und für diese Anwendung, das ist ja nichts anderes wie, sag ich mal, eine in der Küche oder im Bad, wenn jetzt hier noch ein Waschbecken drin ist, gibt es ja dann hier meistens beim Verleimen so eine kleine Überlappung, und die müsste ich bündig fräsen bzw. abrunden. Und für diese Anwendung haben wir auch spezielle Mineralwerkstofffräser, und die sind dahingehend optimiert, dass sie hier ja eine Art ziehenden Schnitt haben, also die Schneide ist ein bisschen schräg, und dass wir hier ein Kugellager haben, welches hier aus Kunststoff ist und somit weniger Kratzer auf der Oberfläche ist. Gut, dann. Würdest du mal kurz den Strom hier wieder wegnehmen? Das ist eigentlich sicher maßgebend. Das Ganze kennt ihr ja, denke ich mal. Wir machen das Ganze wieder hier auf, mit dem Ratschensystem. Und können jetzt hier den Fräser wieder wechseln. Wie schön. Ich räume das mal auf. Den machen wir wieder drauf. Und sind schon wieder fertig. Und das gefällt mir recht gut, weil du bist hier wirklich sehr schnell und kannst da sehr komfortabel damit arbeiten. Der Fräser ist montiert. Die Platte werden wir weiterhin verwenden. Aber das Einzige, was wir jetzt nicht montiert haben, das ist praktisch dieser Spanfänger. Und hier würde ich einfach mal den montieren. Vielleicht kann ich es kurz machen. Dann so, zum Ersten muss ich die Tischplatte hier nochmal lösen. Dann kann ich den sehr komfortabel hier einsetzen. Das Ganze ist hier magnetisch. Einfach nur einsetzen. Upsi. Schon können wir die Platte hier wieder rein
friemeln? Dann oder auch nicht? Gibt es hier eine Richtung zu legen oder nicht? Jetzt. So, lässt sich drehen, das ist immer so die Kontrolle. Und dann können wir hier wieder sehr komfortabel das Ganze in die Position bringen. Das Einzige, was ich machen muss, ist den Fräser nach unten fahren, dass ich hier Kontakt habe zu meiner Wehrfläche. Und nun kann ich hier wieder das Ganze anschließen mit Strom und mit Absaugung. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Späne von diesem Material hervorragend abgesaugt werden. Achtung, Kabel. Ja. Okay. Sorry, ich hoffe, das funktioniert immer mit dem Ton, dass wir hier nicht zu laut sind, wenn wir arbeiten. Die Regie dreht gleich den Ton dann runter wieder. Und das gefällt mir immer wahnsinnig gut. Wir haben hier so gut wie keinen Staub, keinen Schmutz. Das Ding ist wunderbar bündig. Natürlich könnte man hier eigentlich auch mit dem Runder arbeiten, dass es gleich eine Rundung wäre. Aber ja. Es geht ja eigentlich jetzt hier um die Anwendung mit diesem Spanfänger. Catcher, Spanfänger. Richtig. Wie auch immer. So. Sehr schön. Wenn es Fragen gibt, gerne reinsenden. Und wir gehen jetzt weiter zur nächsten Anwendung. Und zwar fällt ja noch eine. Das wäre das Arbeiten mit dem Kopierringen. Und Kopierringe sind natürlich hier ideal für Schablonen. Ob es jetzt, wie schon gesagt, die Küchenarbeitsschablone ist oder eigene Schablonen. Und diese Kopierringe, die werden ähnlich wie dieser Spanfänger hier in dem unteren Bereich montiert, ohne Werkzeuge, sie sind auch gleich zentriert und dann gibt es eine spezielle Platte dafür und diese Platte passt dann ebenfalls optimal hier drauf und so kann ich dann den jeweiligen Kopierring einsetzen. Im Lieferumfang, wie schon gesagt, ist ja der 30er Kopierring und den brauche ich auch für eine spezielle Anwendung und vielleicht, Nadja, hast du da hinten ja schon ein bisschen Erfahrung gemacht oder kennst du ja diese Anwendung mit der Fräshilfe? Ja, der passt hier hervorragend. Gehen wir auf die Seite rüber. So. Der passt hier hervorragend auf die Fräshilfe. Das heißt, der Kopierring wird auf die Maschine gebaut. Das Ganze wird hier eingesetzt. Zusätzlich kann das Ganze noch mit Schrauben fixiert werden. Im fertigen Verlauf sieht das Ganze dann so aus. Und wie man auch sehen kann, vorhin kam die Frage, ob da eine Absaugung mit involviert ist. Und ja, natürlich haben wir hier auch eine Absaugung involviert. Die funktioniert auch sehr, sehr gut. Wie ihr sehen könnt, kann man das hier sauber einsetzen. Also ihr müsst die Backen natürlich auf die Mitte genau einstellen, dass es passt. Die ganze Maschine hält auch von alleine, man muss hier keine Kraft aufwenden. Und dann das Einzige, was man macht, Tiefe einstellen. Man geht das in zwei Schritten, sollte eigentlich reichen. Mit der Maschine fährt man komplett durch und dann kann man den Schalex hier einbauen. Und mit der Absaugung verläuft es so, sobald wir mit der Absaugung an der Tür sind, gibt es nahezu gar keinen Staub mehr, weil der kann wirklich nirgendwo sonst mehr hin. Genau. Wenn es die Frage beantwortet, soweit. Also es ist wirklich einfach zu machen. Wir hatten früher das Problem, das Ganze mit der Tauchsäge zu machen und das war wirklich sehr, sehr gefährlich. Da hat man sich auch so eine Art Schablone gebastelt, aber das war erstens nicht schön anzusehen und nicht ganz so ohne. Und wann kam das raus? 2013, glaube ich. Die Fräshilfe? Oh, die kam schon sehr. Ich kam schon ein bisschen früher zur Firma Festool und da gab es sie auch schon. Also ich war selber also überrascht, dass man so ein tolles richtig, Zubehör eigentlich nicht kannte auf dem Markt. Ich wusste davon nämlich nichts, dass es sowas überhaupt gibt und ich war total fasziniert davon und habe gesagt, warum wissen wir nichts davon? Also deswegen ist es wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und auch für solche Anwendungen natürlich ideal einzusetzen. Das heißt, wenn man hier solche Mehrfachverriegelungen hat, da dann dazu den dementsprechenden Fräser dazu.
den wir hier dann verwenden können mit dieser, ja, den Stufenfräse. Mhm. Und das ist also sehr hilfreich. Vielleicht hier auch noch einen kleinen Ausflug in den Bereich ja, Beschläge. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon gesehen, dass wir hier einen Frässatz anbieten, um solche, solche Beschläge zu einzufräsen. Das sind sogenannte von Siemens Werke, so heißt die Firma, Beschläge, Tektus-Beschläge. Und hier gibt es dann natürlich auch die dementsprechenden Fräser. Und hier geht es vielleicht ein bisschen in die Richtung, die der Kollege oder der, der Kollege vorher angefragt hat. Das sind dann diese Fräser, wo ich dann hier auch diese Dinge rausfräsen möchte. Es gibt leider, Stand heute, noch kein festes TV-Video davon, aber ich bin in Arbeit, dass ich hier in absehbarer Zeit hier ebenfalls eine Folge machen werde, sodass man dann auch hier diesen Kopiering, der hier ein bisschen länger ist, dann zum Einsatz kommt. Jo, soweit zu den speziellen Anwendungen. Jetzt haben wir hier im hinteren Bereich, und vielleicht können wir da mit der Kamera kurz umschalten, auch natürlich diese Anwendungen mit der Küchenarbeitsplatte. Es gibt ja einige Festo-TV-Videos davon, wie man die am besten einsetzt. Auch hier habe ich dann die Möglichkeit, Küchenarbeitsplatten in der Eckform zu verbinden. Wie schon gesagt, Festool-TV, könnt ihr das gerne euch anschauen. Dann natürlich das MFS-System. Hier mal eine große Version, das können wir ja hier, sehen wir es, recht gut zusammenbauen und verlängern. Wenn ich auch zum Beispiel große Radien oder Durchmesser fräsen möchte, habe ich hier eine hervorragende Schablone. Und was mir besonders gut gefällt, und wir sehen uns hier, wir können vielleicht mit dem Wagen ein bisschen zurückfahren. Was sagt er? Diese Treppe, die wir hier jetzt vor kurzem gebaut haben, in der ersten oder einer Folgen haben wir sie schon mal gesehen. Und diese Treppe ist ja, hergestellt worden mit dem MFS-System. Wir haben das jetzt praktisch so als Schablone mal zusammengebaut mit den dementsprechenden Einlegeteilen, damit ich hier auch diesen Treppentritt und diese Sitz bzw. dieses Stellbrett hier im hinteren Bereich fräsen kann. Das sieht dann praktisch so aus. Ich denke, die Kamera kann das jetzt hier mal einfangen und zeigen. Und natürlich liegt das Ganze dann auf dem Becken oder auf dem mobilen Sägetisch. Da haben wir jetzt einen wunderschönen mobilen Sägetisch, um damit zu arbeiten. Und ich kann Ihnen diese ganze Schablone hier sehr komfortabel anlegen, immer wieder an meine Markierungen ranfahren, ja, und dann letztendlich eine Zwinge anbringen und das Ganze mit dem Kopiering dann praktisch rausfräsen. Nicht an der Wand, klar, das wäre jetzt ein bisschen zu aufwendig, aber natürlich hier im Liegenden eine wunderbare Sache. Das war so ein kleiner Ausschnitt über die verschiedenen Anwendungen bei, mit der Oberfräse. Und wir gehen wieder zur Frontkamera, nach vorne. Und ja, Nadja, jetzt sind wir so ziemlich am Ende angelangt. Was hältst du von der Maschine, sie grinst? Ja, da gibt es auch nichts anderes zu sagen. Es ist perfekt, es ist Wahnsinn, was man mit dieser großen Oberfräse alles erreichen kann, wie einfach das auch alles geht. Diese Kraft, die einfach dahinter steckt und das Einfache, die einfache Bedienung, die machen halt echt für mich auch schon was her. Ich brauche es jetzt vielleicht nicht ganz so oft, aber wenn, ist es wirklich, wirklich sehr hilfreich. Und für mich ist es eigentlich ganz klar, sobald ich in den Genuss komme, größere Sachen zu fräsen, wäre ich die Erste, die sie sich besorgt, auf jeden Fall, weil sie sich einfach sehr, sehr komfortabel führen lässt. Und ich bin absoluter Fan. Seit heute vielen Dank, Frank, für das Ganze. Gerne, Nadja. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ihr habt es ein bisschen genossen, hier dabei zu sein mit der OF 2200. Natürlich, wenn ihr Fragen habt, gerne rein. Die Celine winkt mir schon zu. Da gibt es eine Frage. Wie viel Hub nach oben hat die Oberfräse maximal? Mhm. Sehr guter Hinweis, sehr gute Frage. Mhm. Die Oberfräse hat 80 mm Hub total. Und das ist natürlich schon enorm, gerade bei Schablonenarbeiten. Das heißt, 80 mm kann ich hier das Ganze bewegen. Und deswegen haben wir auch hier diese speziellen Fräser, die ich ja vorher schon gezeigt habe. Ich komme mal nochmal vorne.
die etwas länger sind. Das heißt, die Fräser werden dann beim Arbeiten sogar ein bisschen rausschauen. Und deswegen haben wir hier auch den dementsprechend längeren Kopierring entwickelt. Aber 80 mm die 2200er, 70 mm die OF 1400er und 55 mm die 1010er. Ja, also das ist wirklich ein großer Vorteil. Sonstige Fragen gerne rein. Und sie streicheln sie schon. Ich hatte richtig Spaß, Nadja. Das war richtig cool. Mhm, ja. Ich auch, danke. Okay. Und ich denke, wir werden uns mal wieder vor der Kamera treffen und hier das eine oder andere zeigen. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch tschüss von meiner Seite.